Lieber Herr Bartsch, liebe Frau Wagenknecht, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste. Es gibt Veranstaltungen, auf die man sich freut. Und es gibt andere, die nimmt man eher als lästige Verpflichtung wahr. Und dann gibt es mindestens noch einen Typ von Veranstaltungen, da geht man natürlich hin. Aber noch schöner wäre es gewesen, wenn es den Anlass gar nicht gäbe, wegen dem man sich in Bewegung setzt. Zu Demonstrationen oder Beerdigungen oder zum Gedenken an Anschläge oder Naturkatastrophen. Die heutige Veranstaltung gehört eher in die dritte Kategorie. Wobei ich das mit der Naturkatastrophe gleich streiche, denn das, was in der Türkei stattfindet, ist keine naturgesetzliche Entwicklung, sondern ist ein politisches Kalkül, das mit bemerkenswerter Konsequenz schon seit Monaten vorbereitet und auch gegen erkennbare und erhebliche Widerstände durchgesetzt zu werden scheint. Und es ist nicht nur ein Ereignis, das die Menschen in der Türkei betrifft, die natürlich in allererster Linie, sondern es ist ein Ereignis, das auch uns betrifft, das uns etwas angeht, zumal es sich bei der Türkei um ein Partnerland im Rahmen der NATO handelt, um ein Land, mit dem unter welchen schwierigen Bedingungen auch immer seit Jahren Beitrittsgespräche zur Europäischen Union geführt werden. Und im Übrigen geht uns das Thema auch deswegen zweifellos etwas an, weil viele, vielleicht die meisten derjenigen, die ihre Stimme gegen das, was da gegenwärtig stattfindet, erheben würden, wenn sie es denn könnten, diese Möglichkeit inzwischen längst nicht mehr haben. Darunter auch gewählte Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die in das türkische Parlament gewählt worden sind, aber verhaftet wurden und damit die Mindestvoraussetzungen der Wahrnehmung ihrer Bürgerrechte, von parlamentarischen Rechten gar nicht zu reden, nicht mehr in Anspruch nehmen können. Der Kollege Bartsch hat schon darauf hingewiesen, dass diese Veranstaltung just an dem Tag stattfindet, an dem das Verfahren und die Möglichkeit der Beteiligung an der Abstimmung über das Referendum beginnt, das in wenigen Wochen abschließend über den weiteren Weg der Türkei entscheidet. Und natürlich ist uns der Kontext bewusst, in dem das ja buchstäblich nicht vom Himmel gefallen ist, sondern sich nun über Wochen und Monate angekündigt hat. Und unsere eigene Aufmerksamkeit für das, was sich in der Türkei entwickelt, hat sich natürlich insbesondere auch im vergangenen Jahr in einer besonderen Weise geschärft, nachdem der Deutsche Bundestag in der berühmt-berüchtigten Armenien-Resolution seine eigene Verantwortung gegenüber historischen Ereignissen zum Ausdruck gebracht hat, die ohne mindestens passive deutsche Mitwirkung so gar nicht hätten stattfinden können. Damals hat, die meisten werden sich daran erinnern, mit ganzen 2 Tagen Reaktionszeit der türkische Staatspräsident die türkischstämmigen deutschen Abgeordneten als verlängerten Arm von PKK-Terroristen beschimpft, ihnen ihre türkische Herkunft oder Zugehörigkeit oder Verbindung
zu ihrem eigenen Herkunftsland abgesprochen und zu einem Bluttest aufgefordert, um sie zu identifizieren, beziehungsweise gemeint war natürlich, sie bloßzustellen. Ich hatte mir, als ich die Einladung zu dieser Veranstaltung bekam und aus den genannten Gründen natürlich zugesagt habe, überlegt, was es überhaupt noch zu den offenkundigen Vorgängen Neues oder Ergänzendes zu sagen gibt, und hatte dann zwischenzeitlich mal die Überlegung, nur die Zitate vorzutragen, die der amtierende türkische Staatspräsident in den letzten Tagen in Verbindung mit einem bevorstehenden Referendum und der Reaktion seiner Landsleute und anderer direkt und indirekt Betroffener und daran Interessierter vorgetragen hat. Ich kriege das nicht hin. Ich kann nicht einmal wiedergeben, was er und wie er sich über Grundprinzipien einer zivilisierten Gesellschaft und eines auch nur in der Nähe eines Rechtsstaats befindlichen politischen Systems einlässt. Und das macht die Größenordnung der Herausforderung deutlich, vor denen wir stehen und vor denen die Menschen in der Türkei in diesen Tagen und Wochen stehen. Es würde mich nicht wundern, wenn Historiker mit dem nötigen zeitlichen Abstand, den man für die Würdigung von großen Veränderungen natürlich braucht, für die Ereignisse seit dem Sommer vergangenen Jahres in der Türkei mal zu der Einschätzung kommen würden, dass damals kurz hintereinander zwei Putsche stattgefunden haben. Zunächst der Putschversuch von wild gewordenen Militärs mit dem Ziel, eine demokratisch gewählte Regierung durch Anwendung militärischer Gewalt aus dem Amt zu heben. Dieser Versuch ist am bemerkenswerten Widerstand der Menschen in der Türkei gescheitert. Die anschließend zur Kenntnis nehmen müssen, dass die von ihnen gewählte Regierung nun gegen die eigene Verfassungsordnung putscht und mit dem systematischen Hintereinander nach einem offenkundig lange vorbereiteten Drehbuch systematischen Aushebelungen der Regelungen des eigenen politischen Systems die Umwandlung einer zweifellos fragilen, aber demokratischen Ordnung in ein autoritäres System vorbereitet. Und dieser zweite Putschversuch droht erfolgreich zu sein. Ich will Ihnen nicht vorenthalten, dass ich wie jeder andere auch mit Entsetzen die Serie von Verhaftungen verfolgt habe, von Entlassungen aus Beschäftigungsverhältnissen, regelmäßig ohne rechtsstaatliche Verfahren, die übrigens damit auch regelmäßige Entlassung nicht nur aus Einkommen, sondern aus sozialen Sicherungssystemen, unglaubliche, geradezu vorzivilisatorische Verhältnisse. Aber noch mehr entsetzt als diese Erfahrung hat mich die faktische Selbstauflösung eines gewählten türkischen Parlamentes, das allerspätestens nach der Verhaftung eigener Mitglieder den Aufstand gegen die eigene Regierung hätte proben und durchführen müssen. Dass nun nach der ebenso denkwürdigen wie unbegreiflichen Zustimmung eines Parlaments zu seiner Entmachtung
von einem Referendum die Rettung der Demokratie erwartet wird, die das Parlament selbst preisgegeben hat, gehört zu den beispiellosen Vorgängen der jüngeren Geschichte. Ich muss nicht wiederholen, was ich im Deutschen Bundestag für jedermann hörbar und für viele ja auch nachlesbar gesagt habe. Herr Bartsch hat darauf gerade noch mal hingewiesen. Jeder kann sich in diesen Tagen sein eigenes Bild machen, wo es Meinungsfreiheit und Redefreiheit und Pressefreiheit gibt, wo Menschenrechte gewahrt werden und wo der Rechtsstaat funktioniert. Und ich habe auch keine Illusionen darüber, dass die vielen, die die Türkei nur sozusagen aus der Ferne betrachten und die ähnlich wie wir mit einer Mischung aus Ratlosigkeit und Entsetzen die jüngeren Ereignisse verfolgen, es, wenn überhaupt, nur schwer erträglich finden, dass wir unter den geschilderten Bedingungen selber Möglichkeiten für die Beteiligung an einem Referendum auf deutschem Boden eröffnen, das dem Ziel dient, das ich gerade beschrieben habe. Das ist tatsächlich eine ziemlich steile Versuchsanordnung, um es mal so zu formulieren. Ich bin persönlich allerdings auch davon überzeugt, dass eine gegenteilige Entscheidung nicht nur auch problematisch wäre, sondern dass sie ein unfreiwilliger Beitrag zur Bedienung genau des Kalküls wäre, das der türkische Staatspräsident mit seiner Vorgehensweise verfolgt, einschließlich der damit verbundenen Rhetorik. Und deswegen will ich auch heute Abend die Gelegenheit nutzen, diejenigen, die das mit Unverständnis verfolgen, jedenfalls zu bitten, zu verstehen, dass dies weder eine Großzügigkeit und schon gar nicht eine Zustimmung, sondern der Versuch der Abwägung zwischen den Risiken der einen und der anderen Vorgehensweise ist, von denen man mit guten Gründen zu anderen Schlussfolgerungen kommen kann, aber jedenfalls auch mit beachtlichen Gründen zu der Bereitschaft, eine nach türkischem Recht gegebene Beteiligungsmöglichkeit auch auf deutschem Boden zu ermöglichen. Aber wenn das so ist, dann haben wir eine doppelte Legitimation gegenüber einem solchen Partnerland und seiner Regierung zu erwarten, dass die Rechte, die ihre Vertreter bei uns in Anspruch nehmen wollen, den eigenen Landsleuten selbstverständlich auch gewährt werden müssen. Der türkische Staatspräsident hat vor wenigen Tagen ein zweites Referendum nach dem April-Referendum in Aussicht gestellt, bei dem über die Fortsetzung von Beitrittsverhandlungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union entschieden werden soll. Dieses zweite Referendum erscheint mir allerdings verzichtbar. Denn wenn die erste Abstimmung so ausgeht, wie der Staatspräsident erwartet, hat sich die zweite Abstimmung damit erledigt. Und deswegen ist es tatsächlich auch unsere Verpflichtung als Mitbürgerinnen und Mitbürger gegenüber unseren Landsleuten mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit unmissverständlich darauf aufmerksam zu machen, was es bedeutet, wenn die Entscheidung in diesem Referendum so ausfällt, wie von der türkischen Regierung gewollt und vom Parlament gebilligt. Es wäre nicht nur die Formalisierung einer Aushebelung eines demokratischen Rechtsstaates zugunsten eines autoritären Regimes. Es wäre die demonstrative Abwendung von einer europäischen Zivilisation. Diese Entscheidung muss zugegebenermaßen prinzipiell möglich sein, aber es darf auch kein Zweifel daran bestehen, dass es diese Konsequenz hätte. Insofern hoffe ich, dass der heutige Abend auf ein in jeder Beziehung unerfreuliches und unangenehmes Thema
ohne Schaum vor dem Mund, möglichst ohne Polemik, aber auch unmissverständlich die Perspektiven legt, die dieses Thema braucht und verdient. Und ich danke Ihnen allen für Ihr Interesse an dieser Veranstaltung und an meinem Beitrag.